Dieses Video erscheint in den Weihnachtstagen, also was liegt näher, als eine wirklich weihnachtliche Uhr zu zeigen? Ich freue mich, euch die Tobi Art Deco Sektor Dial zeigen zu können mit einem unglaublich fantastischen Werk. Diese Uhr ist eine Überraschung für mich und ich möchte euch die Überraschung im Detail zeigen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Insbesondere, weil dieses Video am Samstag nach Weihnachten erscheint und ich begrüße es sehr. Ich freue mich sehr, dass du trotzdem dieses Video schaust. Und passend zum Fest habe ich eine Uhr ausgesucht, die wirklich prima zum Anzug passt und dem Anlass, denke ich, mehr als gerecht wird. Es handelt sich um die Tobi Art Deco Sektor Dial, die, obwohl ich kein großer Freund von Dressuhren bin, mich absolut in den Bann gezogen hat. Wie die meisten Modelle von Tobi gibt es auch die Art Deco Sektor Dial Vintage in drei verschiedenen Größen. Zudem gibt es zwei verschiedene Gehäusevarianten in Gold plattiert wie hier und Edelstahl und zwei verschiedene Ziffernblattvarianten. Hinzu kommen noch verschiedene Werksoptionen, sodass sich die Uhr in einem hohen Maße individualisieren lässt. Die Krone ist nicht verschraubt und lässt sich durch Ziehen und Drücken bedienen. Bevor wir uns die Uhr genauer ansehen, möchte ich euch aber kurz zeigen, wie die Uhr ausgeliefert wird. Statt eines großen schrankwandähnlichen Verpackungswahnsinns gibt es hier wunderschöne Holz- und Lederboxen. Ich sage Holz, weil die Boxen richtig schwer sind, also wirklich massiv. Ich vermute, es ist massives Holz mit echtem Leder. Tobi verkauft diese Boxen auch für einen Preis von über 100 Euro und jede Uhr wird in einer solchen Box ausgeliefert und das finde ich wirklich klasse, denn das kann man auch weiterverwenden und muss es nicht in den Schrank packen, um dort viel Stauraum in Anspruch zu nehmen. Die Uhr wird einfach kurz unter das Gummi geklemmt und ist dort sicher verstaut. Wer ein zusätzliches Band ordert, bekommt eine andere Box, und zwar diese hier, in der sich Uhr und Band sicher verstauen lassen, nimmt nicht viel Platz weg und lässt sich auf Reisen auch wirklich gut benutzen. Finde ich klasse und vielen Dank an dieser Stelle. Das finde ich eine sehr durchdachte Lösung und man bekommt tatsächlich einen Mehrwert statt einem Müllwert. Ja, so viel zur Box. Jetzt schauen wir uns die Uhr einmal genau an. Ich habe hier die 43 mm Variante mit dem Saphirglas und dem goldplattierten Gehäuse. Die Seiten sind mattiert, der Topring ist poliert, ebenso wie der Bodenring. Und ich habe hier das Topgrade Premium Werk, aber da komme ich im Laufe des Videos noch näher drauf zu sprechen. Ich bin nicht so richtig der Dressuhrentyp, aber diese Uhr hat mich wahnsinnig in den Bann gezogen. 43 mm im Durchmesser finde ich relativ groß, gibt es aber auch als 40 mm Variante mit einem Saphirglas auf der Frontseite, eine Gehäusehöhe von 9 mm mit dem gewölbten Saphirglas 10,4 mm. Von Horn zu Horn haben wir einen Abstand von 50 mm und die Bandanschlussbreite beträgt 22 mm. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht und jetzt zeige ich euch mal, wie sie am Arm aussieht. Dafür muss ich meine Circular Aqua Sport natürlich ablegen. Ich finde, die Uhr ist trotz 43 mm nicht zu groß, aber schon relativ groß an meinem Arm. Besonders schön finde ich auch das 925er Sterling Silber Ziffernblatt, passt hervorragend zu der Uhr. Diese Uhr hat aktuell leider eine Lieferzeit von 2 bis 3 Monaten, was zu einem Großteil der Corona-bedingten Lieferengpässe geschuldet ist. Verbaut ist hier ein ETA-Werk, und zwar das Handaufzugswerk ETA 6498-2. Das ist das Top-Premium-Werk. Der Aufpreis im Vergleich zum Standardwerk beträgt 1.250 Euro.
Ich zeige euch jetzt auch noch mal ein etwas einfacheres Werk und hier kann man schon sehr deutlich die Unterschiede sehen. Die Uhr mit dem einfacheren Werk ist die Art Deco in Blau, die zeige ich euch in einem anderen Video in den nächsten Wochen. Das Top Premium Werk finde ich absolut super klasse. Es hat eine 60 Stunden Gangreserve, es hat skelettierte Brücken, es hat eine Schwanenhalsregulierung, diverse Verzierungen, anglierte Kanten, eine Hemmung in Chronometerqualität, es ist speziell einreguliert, also wirklich richtig, richtig, richtig viel Mehrwert für das Geld. Und man kann auf dem Bodenring auch sehen, Tobi steht zum Standort. Es steht nicht nur Made in Germany drauf, sondern auch Tobi aus Hagen in Westfalen. Und diese Bodenständigkeit finde ich wirklich klasse. Ja, was gefällt mir an dieser Uhr insbesondere? Zum einen die wirklich tolle Verarbeitung. Die Vielfalt der Uhr, sei es was die Größe betrifft, als auch die Ziffernblattgestaltung, als auch die Gehäusefarbe in Stahl oder vergoldet. Mir gefällt das klassische Design ausgesprochen gut. Die sehr, sehr feinen und trotzdem sehr gut ablesbaren Zeiger, die kleine Sekunde auf 6 Uhr sowie die sehr große Aufgeräumtheit des Ziffernblattes machen die Uhr für mich zu einer wunderschönen, modernen Vintage-Uhr. Der Preis dieser Uhr beläuft sich in der Standardvariante mit dem Standardwerk auf 1.625 Euro am Shell Cordovan-Band und 1.700 Euro am Alligator-Band. Tobi bietet wie bei fast allen Uhren eine sehr, sehr große Variante an Individualisierungen bzw. Aufwertungen. So lässt sich das Werk in drei verschiedenen Stufen aufwerten. Hier haben wir die zweitaufwendigste Verarbeitung, das Top Grade Premium Werk. Es gibt aber auch noch eine komplett manuell verzierte Werksoption für 1.600 oder 1.800 Euro. Hier wird das Werk nach Kundenwünschen manuell graviert und verziert. Extrem aufwendig. Mir gefällt diese Variante schon wirklich, wirklich gut. Mit 5 Bar Wasserdichtigkeit ist die Uhr natürlich keine Sportuhr und keine Uhr für einen harten Einsatz. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eine Uhr, die so wunderschön gestaltet ist und eine so tolle Rückansicht hat mit einer temperaturgebläunten Schwadenhalsregulierung und einem so klassischen Ziffernblatt, die braucht nun wirklich nicht mehr Wasserdichtigkeit. Wenn ich auf goldene Uhren stehen würde, wenn ich auf Anzugsuhren stehen würde, das wäre eine Uhr, die mich wirklich, wirklich in Versuchung führen könnte. Ich finde sie ausgesprochen gelungen und ich finde auch den Preis wirklich fair für das Gebotene, auch wenn man natürlich mit diesem Top-Grade-Werk die 3.000-Euro-Grenze erreicht oder überschreitet. Ich finde, die Uhr ist es wirklich wert und es ist eine absolute Schönheit. Die Zeiger und die Indizes haben natürlich, wie ihr sehen könnt, keine Leuchtmasse. Bei Nacht ist hier nichts abzulesen, aber das ist eine der ganz wenigen Uhren, die ich auch bei Nacht ablegen würde. Die würde nicht wirklich 24 Stunden am Arm bleiben. Ja, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare rein, was ihr von der Uhr haltet. Ich finde sie grandios. Falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal, bleibt mir gewogen und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, tschüss, euer Axel.